Oft unterschätzt? Die Wichtigkeit der Typ- und Stilberatung. Für 36% ist gutes Aussehen mit Brille genauso wichtig wie gutes Sehen. Ist das wirklich so? Sie sollte schon sehr gut aussehen. Also ich möchte mich damit schon wohlfühlen. Das ist mir egal, ob ich da gut aussehe und für wen denn. Die Hauptsache, meine Frau kann damit umgehen. Man trägt ja auch schöne Jacken, schöne Bekleidung und da gehört also gerade auch eine schöne Brille mit zum Outfit. Man trägt es täglich, es ist ja auch ein Accessoire und da möchte man natürlich nicht komplett bescheuert aussehen. Sie coacht seit mehr als 20 Jahren Geschäftsleute und Privatpersonen als Imageberaterin. Petra Waldminghaus. Das Thema Typ- und Stilberatung für die Brillenbranche ist ihr Steckenpferd. Die 55-Jährige hat mehrere Fachbücher und Artikel veröffentlicht. Für uns übernimmt Petra Waldminghaus den Styling- und Beratungscheck. Die Brillenexpertin ist inkognito unterwegs. Sie soll bei den großen Optikerketten eine neue Brillenfassung für sich suchen. Ihr erstes Ziel ist die Fielmann-Filiale in der Düsseldorfer Innenstadt. Dann nehmen Sie einmal gerne hier Platz. Dankeschön. Und ich würde einmal eine Auswahl an Brillen für Sie schon mal zusammenstellen, dass wir so ein bisschen ein Gefühl für die Form und die Größe bekommen können. Okay. Nehmen Sie gerne Platz. Mach ich. Ich bin gleich wieder bei Ihnen. Mach ich. Ich wurde nicht gefragt, was ich mir jetzt genau vorstelle oder wie ich gerne wirken möchte oder irgendwas. Und ich hätte mein Gesicht nicht angeschaut und nichts bekommen. Na, jetzt bin ich gespannt. Ich habe erstmal eine bunte Auswahl zusammengestellt. Mhm. Oder halt auch nicht bunt, damit es neutral ist. Und dann würde ich vorschlagen, probieren Sie einfach schon mal ab. Wovon haben Sie jetzt abhängig gemacht, also, was Sie da ausgesucht haben? Ich habe jetzt erstmal verschiedene Stilrichtungen. Alles so ein bisschen von der runden Form, weil ich das sehr schön finde bei Ihnen. Gerade auch, weil Ihre Augenbraue eine etwas rundere Form hat. Finde ich schöner, wenn die Brille nicht zu eckig ist. Ansprechend tut mich eigentlich am meisten diese hier. Also hier, die sieht so klein aus. Ja. Auch, ne? Also soll ich die einfach aufsetzen? Ja, gerne. Ich nehme auch tatsächlich für die erste Fuhre Brillen immer gerne mal so unterschiedliche Größen, weil ich auch erstmal ein Gefühl dafür bekommen muss, weil die tatsächlich von der Größe schon sehr gut ist. Sehr viel breiter sollte sie nicht sein. Einen guten Brillenberater macht aus, dass er sich auch zum Thema Farbe, Stil und Wirkung auskennt. Das ist in der Optikerbranche noch ganz unterrepräsentiert. Das wird nicht gelehrt in der Ausbildung zum Beispiel. Das heißt, die Leute werden ins kalte Wasser geschmissen. Also das kalte Wasser werden Sie bei Fielmann zum Glück nicht finden. Wir haben ein Schulungszentrum in Plön in Schleswig-Holstein. Und dort bieten wir, nicht nur bieten, sondern jeder unserer Mitarbeiter durchläuft dort auch spezielle Schulungen im Stil und in der Farbberatung. Oh. Ja, das ist ein Klotz. Nee. Also, es ist so dunkel. Das sieht irgendwie komisch mit der Nase aus. Ja, das irgendwie. Stimmt. Das, ich weiß, was Sie meinen. Ja. Ja. Die sieht tatsächlich an der Nasenpartie oben irgendwie unproportional aus. Und unheimlich hart, finde ich. Was ich sehr gut fand, die Optikerin hat mir eine gewisse Auswahl gebracht und hat mich dann mit dieser Auswahl angeschaut. Was auch ein guter Weg ist, weil sie konnte gleich sehen, wie die kleine, wie die größere ist, welche so am besten in mein Gesicht reinpasst. Farblich hat sie mich gar nicht unterstützt. Das war ein bisschen schade. Da hätte ich mir jetzt noch mehr erwartet. Den nächsten Check macht Petra Waldminghaus beim Online-Anbieter Mr. Spex. Wie gut funktioniert Brillenberatung am Computer? Also gehe ich mal auf Damenbrillen und klicke das an. Dann werden mir natürlich hier ganz viele Damenbrillen auch vorgeschlagen, wenn ich das hier so sehe. Ein bisschen schwierig. Ich kann jetzt auf der linken Seite kann ich jetzt angeben, was ist mit meinem Kopf? Ist der mittel, schmal oder breit? Setzt aber alles voraus, dass ich weiß, was ich will und dass ich mein Gesicht richtig gut kenne. Dann kann ich mir meine gewünschte Brillenform ankreuzen. Will ich eine Pilotbrille, eine Browline, eine Schmetterling? Will ich was Schmales, Ovales, rechteckig, rund, quadratisch? Also ich habe hier alles als Auswahl. Ganz ehrlich, so als Neukunde, nicht Brillenträger, ich wäre lost tatsächlich. Unsere Kernzielgruppe ist jemand, die sozusagen ein hohes Involvement mit der Brille hat. Die sozusagen
gerade das Aussehen und die Kombination, die da eben ein großes Interesse daran hat. Wenn ich natürlich eine Beratung haben will, dann würde ich empfehlen, in einen von unserer Läden zu gehen. Aber die Leute, die eben den Online-Anteil nutzen, die lesen sich eben ein, beschäftigen sich damit und kriegen dann im direkten Feedback eine Möglichkeit, sich eine tolle, passende Brille zu suchen. Dann kann ich noch mal in der Navigation gucken. Da gibt es tatsächlich eine virtuelle Anprobe. Und da muss man den Kopf mal zur Seite machen, so und so. Die Typ- und Stilexpertin klickt unterschiedliche Fassungen an und probiert sie virtuell auf. So bekommt sie einen Eindruck, wie sie in ihr Gesicht passen. Aber das Programm kann nicht erkennen, wie lang ist die Nase, wie weit stehen die Augen auseinander, wie sind die Augenbrauen insgesamt geformt, wie ist das Innenleben im Verhältnis zu dem äußeren Bereich. Also es gibt so viele zusätzliche Geschichten noch, die da eine Rolle spielen. Tja, und damit wird es immer schwieriger tatsächlich. Und nur die, die richtig Lust haben, sich da viel mit zu beschäftigen und diesen Prozess auch mehrmals durchlaufen, ich denke, die werden da sicherlich auch was finden. Aber ob das dann wirklich optimal passt, ist eine andere Sache. Das nächste Ziel ist die Brillen.de-Filiale im nordrhein-westfälischen Hahn. So, dann dürfen Sie gerne einmal Platz nehmen. Mhm. Das ist eigentlich recht einfach, das werden Sie auch alleine gut hinkriegen. Und zwar können Sie hier auf die Los geht's gehen, es ist alles erklärt. Gucken Sie sich das mal ganz in Ruhe an. Wenn Sie Fragen haben, helfe ich Ihnen natürlich auch gerne. Ne? So. Hier haben Sie jetzt die Möglichkeit, unser ganzes Sortiment einmal in Augenschein zu nehmen. Ja? Also virtuell wird Ihnen das dann aufgesetzt. Das heißt, Sie gehen hier auf Los geht's. Aber von Ihnen daran werde ich jetzt nicht? Oder? Nee, genau. Und zwar ist es eigentlich jetzt erstmal so, dass Sie sich hier erstmal ganz alleine durchklicken. Oh, 26 Seiten. Und schon ist die Optikerin weg. Das Fachpersonal ist, was quasi mehr wie ein Manager und ein Jongleur zur Verfügung steht, denn als eine Beratungsperson von der ersten Minute bis zur letzten. Wissen Sie, in der Augenoptik kenne ich das so, man begrüßt an der Tür, man macht die Fassungsberatung, die Glasberatung, man macht auch die Refraktion, man unterhält sich, macht den Auftrag fertig, bringt wieder zur Tür. In dieser One-to-One-Situation kann ich nur einen Kunden bedienen. Ich versuche, so viele wie möglich gleichzeitig zu bedienen. Und wenn ich das geschickt mache, fühlt sich keiner der Kunden zurückgesetzt. Unsere Expertin folgt den Anweisungen des Programms. Gesicht scannen, die Auswahlkriterien ankreuzen und dann die gefundene Fassung probieren. Ich probiere die mal. Die ausgewählte Brille muss, wie bei Mr. Specs, virtuell anprobiert werden. Doch als sie ein Foto davon machen will, kommt sie nicht weiter. Entschuldigung. Kann das sein, dass da kein also das dauert ewig, bis ein Foto gemacht ist? Ja. Ist das vielleicht kein Internet oder? Ich bin ehrlich gesagt lost, ja, weil ich nicht. Das sind so viele Brillen, so viele Formen, so viele Farben. Ich weiß gar nicht, wo ich da. Im nächsten Anlauf klappt es, die ausgewählten Fassungen in den Warenkorb zu legen. Anschließend möchte Petra Waldminghaus die ausgewählten Brillen noch mal richtig ausprobieren. Und sie hat Glück. Sie sind im Sortiment des Ladens zur Anprobe verfügbar. Okay, gut. Ja, die sehen jetzt ein bisschen anders aus, als ich das auf dem Computer wahrgenommen habe. Aber ich probiere mal. Nehmen wir die. Alles klar. Am Anfang war ich total positiv überrascht, weil ich habe da so ein Bild gesehen, wo ein Gesicht abgebildet war mit ganz vielen Scannerpunkten. Und ich habe gedacht, oh wow, die Augen werden genau ausgemessen und es wird an die Außenkontur angeglichen. Und ich habe tatsächlich Hoffnung gehabt, dass es funktioniert. Ich habe auch gedacht, dass die Breite des Gesichtes aufgemessen wird, vielleicht sogar auch meine Nase, was für eine Stegbreite ich brauchen könnte zum Beispiel. Und das Ergebnis war mehr als enttäuschend, weil es war sehr zeitaufwendig. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange es gedauert hat. Ich musste mir aus den ganzen Brillen alles selber raussuchen, keinerlei Unterstützung. Und das Tablet war kein guter Berater. Bei den Großfilialisten beraten die meisten Optiker ihre Kunden in puncto Brillen immer noch klassisch in den Filialen vor Ort. Wie bewerten die Unternehmen selbst ihre Fassungsberatung? Zum Brillenkauf gehört eine ausgezeichnete Beratung
Und das ist dann auch eine modische Beratung oder eine Typberatung, wenn Sie so wollen. Unsere Teams vor Ort helfen dabei und unterstützen. Wir möchten der sympathische Optiker von nebenan sein, weil ich ganz fest daran glaube, dass eine gute Vor-Ort-Beratung, eine kompetente Vor-Ort-Beratung heute wichtiger ist als je zuvor. Jede Kundin muss zu seinem Freund, Freundin, Frau, Oma, Opa, Kinder gehen und sagen, ich bin so happy mit meiner Brille. Und die Leute müssen ihn darauf ansprechen und sagen, boah, du hast eine neue Brille, sieht aber toll aus. Dann ist unser Job erledigt. Gut sehen und aber auch vor allen Dingen gut aussehen mit der Brille. Und das ist bei vielen noch nicht angekommen, bei einigen schon. Und die haben einfach einen Vorsprung. Also ich bin sicher, das wird in den nächsten Jahren eines der Parameter sein, wo Kunden entscheiden, zu dem Optiker gehe ich wieder, weil da werde ich wirklich ganzheitlich gut beraten. Der Sat.1 Optiker-Check.